Hallo und willkommen zu einem neuen kleinen Video, wo ich euch mal zeigen werde, wie man Neo-Küsschen für die Mission 55 besiegen kann. Es ist zwar nicht die schnellste Taktik, aber das spielt ja auch gar keine Rolle. Das ist diese Mission hier, ich zeige euch die mal schnell. Da haben wir sie. Ich habe sie extra nochmal angenommen. Genau. Mission 55, eine friedvolle Welt. Neo-Küsschen, Klasse A. Es gibt ja noch ein anderes Neo-Küsschen, das ist natürlich nicht so hardcore wie das hier. Und das normale Küsschen ist schon gar nicht so hardcore wie das hier. Aber ich wollte euch das mal zeigen. Und im Vorfeld zeige ich euch natürlich wieder meine Paradigmen. Feng ist immer noch Gruppenanführer. Diesmal habe ich aber andere Paradigmen gewählt, und zwar Heilsschlacht. Da ist Feng Manipulator, Lightning Heiler und Hope ist auch Heiler. Scharfe Offensive. Feng ist Brecher, Lightning ist Brecher, Hope ist Augmentor. Dann hätten wir die grüne Meile, wo Feng und Lightning wieder Brecher sind und Hope der Heiler. Und dann Drilling Spalier, alle drei Augmentor, Feuervogel, alle drei Heiler und Tresor, wo alle drei Verteidiger sind. Den Tresor oder das Paradigma braucht ihr auf jeden Fall, wenn das Neo-Küsschen Brüllen macht. Das ist so wie bei Adamantai, wo ihr dann halt direkt auf das Paradigma gehen müsst, um den größtmöglichen Schaden abzuwenden. Und dann zeige ich euch noch meine Ausrüstung. Da hat sich eigentlich gar nichts geändert, aber ich zeige es euch gerne nochmal. Kanes Lanze, Offiziersgurt, Genji Arm, Reif Kaiserklaue, Königswehr. Omega Schwert, Offiziersgurt, Genji Reif Hexen, Reif Königswehr. Nur Offiziersgurt, Genji Arm, Reif, Magisterwappen und die Kaiserwehr. Also da habe ich gar nichts geändert. Und im Vorfeld möchte ich noch sagen, es ist sicherlich nicht die schnellste Taktik, die ich jetzt anwenden werde, da es noch eine andere Taktik gibt, wo ihr mit Feng, mit Snow und Fanil vorgehen könnt, wo ihr dann Fanil als Hauptcharakter wählen müsst. Und, naja, wie soll ich das sagen, bei dem Neo-Küsschen eigentlich quasi nur Tod anwenden müsst. Also ihr müsst es so drehen, dass Snow in jedem Paradigma quasi nur Verteidiger ist, die größtmöglichen TP hat, also ihr müsst mit viel physischen... mit viel physischer Resistenz ausrüsten und viel TP, also die Accessoires dafür, dass er mindestens über 34.000, 35.000 TP hat. Ich weiß gar nicht, wie viel er dann jetzt. 30.000 hat er. Also so auf 33.000, 36.000 sollte er dann irgendwie schon kriegen. Und dann von mir aus Hope oder Lightning als Heiler immer ausrüsten oder Augmentor, je nachdem. Und Fanil dann als Hauptcharakter. Und mit Fanil kann ich euch dann noch zeigen, dass ihr denn bei ihr... Wo war denn das? Ich glaube, das war hier. Genau. Immer Tod anwenden müsst bei dem Neo-Küsschen. Das kann gleich beim ersten Mal klappen, dann ist das Neo-Küsschen sofort tot. Oder ihr müsst 20, 30, 40 Versuche anwenden, ehe es klappt. Aber es klappt auch mal, das kann ich euch versprechen. Ich bin nur am Überlegen, ob ich dazu noch ein Video mache oder nicht. Weil ich finde die Taktik eigentlich nie so gut. Also es hat für mich was von Final Fantasy X. San Mantau mit Yojimbo. Das kann eigentlich jeder. Und daher wende ich mal diese Taktik an. Ihr könnt natürlich auch im Vorfeld theoretisch hier so ein Item reinnehmen, wo ihr gleich gebufft seid. Das habe ich jetzt natürlich nicht, wo ihr gleich vier Buffs habt, wie Hast und Protis und alles sowas. Dann habt ihr das gleich ein paar Minuten am Anfang. Aber ich werde es jetzt anders machen. So, ich muss nochmal gucken, ob ich das richtige Paradigma drin habe. Augmentor, ja, okay. Und dann geht's auch schon los. Ich hoffe, das klappt gleich. Weil der Gegner ist echt ein bisschen tricky. Ich mag den auch gar nicht. Ich habe den immer gehasst, sagen wir es so. So, dann buffen wir uns erstmal gleich, auf jeden Fall mit Hass, wenn wir denn dazu gleich kommen. Das ist ja hier immer so ein Ding mit den kleinen Zwiebeln. Ja, weil die unterbrechen einen ja mal gerne. Dann buffen wir uns erstmal ein wenig. Macht das aber nicht zu lange, sonst seid ihr wirklich bald hin. Dann gehen wir hier auf diese Paradigma. Scharfe Offensive, dann gehe ich auf Fertigkeiten und mache nur noch Rundumschlag. Hope heilt jetzt. Und Lightning und ich machen Schaden. Weil Lightning und Fang viel mehr, ja? Ich habe mich vertan, ihr müsst grüne Meile anwählen. Entschuldigung. So dass Lightning und Fang eigentlich nur noch Schaden machen und Hope heilt. Er ist sozusagen jetzt der Sunny in diesem Paradigma. Komplett. Der braucht er gar nicht machen. Ist eigentlich eine ziemlich simple Taktik. Ihr müsst bloß immer aufpassen, dass das Neo-Küsschen, wenn es Brüllen macht, müsst ihr sofort auf Verteidiger gehen. Auf viel mehr braucht ihr gar nicht achten.
Ich mache natürlich mit meinen Waffen schon enorm viel Schaden, wie ihr seht. Jetzt macht es Brüllen. Gehen wir zurück auf Verteidiger. Nehmen natürlich alle unsere Zustände weg. Ist ja auch gehoppt wie gesprungen. Dazu heimen wir uns schnell hoch. Machen Drilling-Spalier. Hauen uns so viel wie möglich positive Zustände rauf. Wie immer. Die altbekannte Taktik. Die positiven Zustände können ja nicht schaden. So, jetzt macht das Ding Pollen. Das soll uns nicht weiter stören. Wir buffen uns immer weiter. Und gehen dann auf scharfe Offensive. Lightning und Fang machen jetzt nur noch Schaden. Wir könnten natürlich vorher auch noch auf Heilschlacht gehen, wo Fang sozusagen den Manipulator macht. Aber da ihr das Neoküsschen nicht mit allzu viel Zuständen belegen könnt, kann ich euch das hier empfehlen und immer weiter Rundumschlag zu machen. Weil das macht auch gut Schaden. Und wenn nachher die kleinen Pico-Küsschen da sind und die auch hier vorne stehen, ist es nicht weiter wild. Dann kriegt nämlich das Neo-Küsschen Schaden und die kleinen Küsschen auch Schaden. So nebenbei, ne? Aber ich kann ja nochmal auf dieses Paradigma wechseln, damit Hope noch die positiven Zustände etwas erhöhen kann. Nein, das wollten wir nicht. Na komm schon, Sam. Genau, immer weiter Rundumschlag machen. Dann gehen wir wieder zurück auf grüne Meile, dass Hope wieder heiler ist. Und dann machen wir weiter Schaden. Und wie ihr seht, wir haben schon die Hälfte vom Neoküsschen geschafft. Ah ja, jetzt macht er wieder seinen Dings da. Ist ja nicht weiter wild, dann gehen wir schnell auf Feuervogel. Er sieht jetzt natürlich wieder neuer aus. Das soll uns gar nicht stören. Weil dafür habe ich ja noch dieses Paradigma, wo Hope die Zustände wieder aufrechterhalten kann. Und ich kann weiter Rundumschlag machen. Aber das werde ich jetzt bei den Pico-Küsschen wieder anwenden, damit die wieder weg sind. Wie gesagt, immer darauf achten, dass das Neoküsschen, wenn es Brüllen macht, dass ihr sofort auf Tresor geht, ja. Das ist eigentlich das A und O. So, dann wechseln wir wieder auf grüne Meile, damit Hope wieder den Heiler spielen kann. Und wir machen weiter Rundumschlag. Wie ihr seht, ist das eine Neoküsschen gleich schon wieder hin. Oder das eine Pico-Küsschen. Die kleine Zwiebel. So geht das eigentlich relativ schnell. Seht ihr, ja. Weil so macht ihr ordentlich Schaden und es kriegt jeder was ab. Und ihr habt in den verschiedenen Paradigmen auch immer, wie gesagt, einen Augmentor, was ich gewählt hatte. Und auch einen Heiler. Und könnt eigentlich immer nonstop Schaden austeilen. Dann machen wir weiter Rundumschlag. Auf das kleine Pico-Küsschen. Ich hatte natürlich jetzt wieder nicht Rundumschlag ausgewählt. Lightning kümmert sich derweil schon wieder um Dings. Dann gehe ich mal auf scharfe Offensive, damit Hope wieder die positiven Zustände erhöhen kann. Damit wir die immer aufrechterhalten. Und ihr seht ja, wie viel Schaden eigentlich der Rundumschlag macht. Das haut schon gut hin. Jetzt macht er wieder Brüllen. Da müsst ihr natürlich sofort auf Tresor gehen. Und dann gehen wir wieder zurück auf grüne Meile, damit Hope den Heiler spielen kann. Dann ist das gar kein Problem. Und dann machen wir noch schnell... Ja, Feuervogel wollte ich jetzt nicht. Ich wollte Drilling spanieren. Ich möchte mir nämlich noch die schönen, positiven Zustände verpassen. Ein paar davon jedenfalls. So. Dann gehen wir wieder auf dieses Paradigma. Damit Hope noch ein paar positive Zustände erhöhen kann. Und dann wechseln wir wieder auf grüne Meile. Und machen das Ganze weiter mit Rundumschlag. Und Hope kann uns dann derweil wieder heilen und die negativen Zustände da mit Medica beheben. Und schon ist der Drops bald gelutscht.
Und jetzt kommen natürlich wieder diese kleinen Pico-Küsschen. Um die kümmern wir uns gleich wieder. Und immer schön drauf achten, ob das Neo-Küsschen brüllen macht oder nicht, ja? Das ist auf jeden Fall das A und O. So, dann gehen wir wieder auf scharfe Offensive und machen das Ganze weiter mit Rundumschlag und bearbeiten jetzt wieder das Neo-Küsschen. Naja, jetzt seht ihr wieder welche aus. Das kann uns jetzt egal sein. Wir bearbeiten jetzt immer weiter das Neo-Küsschen. Weil ich kann die kleinen hässlichen Zwiebeln jetzt langsam nicht mehr sehen, sage ich euch ganz ehrlich. So, dann gehen wir jetzt wieder auf die grüne Meile. So, dass Hope uns wieder heilen kann. Und jetzt ist das Neo-Küsschen auch Geschichte, wie ihr seht. Und wir machen weiter Rundumschlag auf die Pico-Küsschen. Und Hope heilt uns in der Zeit wieder. Wie gesagt, mit diesen Paradigmen könnt ihr gleichzeitig Schaden ausführen. Ihr könnt euch gleichzeitig buffen, gleichzeitig heilen. Und macht durch den Rundumschlag auch wirklich eine Menge Schaden. Auch mit schwächeren Waffen, sage ich jetzt mal. Also relativ verglichen mit schwächeren Waffen. Aber auf jeden Fall trefft ihr somit alle und habt in den bestimmten Paradigmen einen Schaden drinne, einen Buffer drinne und einen Heiler. Und das, was ich am Anfang gesagt hatte mit Tod, das wäre doch zu einfach, wie ich finde. Und damit hätten wir es auch geschafft. Es sind leider nur 4 Sterne geworden, weil ich mich zu oft um die kleinen Zwiebeln gekümmert hatte, aber ist ja auch egal. Aber es gab dafür ein paar Items und wieder ein Sonnenblatt. Das ist nämlich ein seltener Drop von dem. Und das macht das Ganze doch mal weg, sage ich jetzt mal. Es ging mir ja nur darum, euch zu zeigen, wie man es schaffen kann. Und es gab auch noch einen Mondblumensamen. Ich glaube, den gibt es auch immer, aber egal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich konnte dem einen oder anderen damit etwas Mut machen oder weiterhelfen, wie auch immer. Hier rennt noch ein kleiner Kaktus rum. Der steht wahrscheinlich Karikatur. Für irgendjemanden ist ja auch egal. Hier hinten ist das normale Küsschen. Da werde ich sicherlich auch noch ein kleines Video machen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken. Ja, da hinten rennt noch mein Schokobo rum. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und der ein oder andere schaltet auch das nächste Mal wieder rein. Würde ich mich freuen. Habt da noch einen kleinen Doppelreim. Dann sage ich erstmal Tschüss, Bye Bye und auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Video, wenn es wieder heißt Let's Play.